Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie und der sehr schwierigen Situation vieler Künstler hat die Stadt Lampertheim ein Angebot für Künstler und Interessierte geschaffen. Kulturkommunal der Stadt Lampertheim präsentiert ein Projekt aus der Reihe 30 Minutes for Culture. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hingucker. Rolf, mach's kurz. Okay. Ton? Ton läuft. Kamera? Kamera läuft. Viel Spaß Ihnen beim Hingucken und den Künstlern ein gutes Gelingen. Moshe, wie und hallo, ich bin der Chaco und ich bin jetzt do in Lampertheim in Lamberte. Und guck doch mal da hin auf das Wunderschöne, es hat mich schwer beeindruckt, wo ich das gesehen habe. Kulturkommunal Stadt Lampertheim, 30 Minutes for Culture. Also durstige Minute für die Kultur. Und da habe ich gesagt, ich nicht, bitte besorgt mir ein Schoppeglas, ein Dubbeglas. Das haben sie gemacht, haben sie sogar hingestellt. Ja, direkt auch, also das habe ich nicht mitgebracht aus dem Hals, sondern das haben die von Lamberte praktisch selber aus ihrer eigenen Küche da hergestellt und haben draufgeschrieben, das BPS-Scholle. Und ich habe gesagt, macht mal eine dünne Scholle. Und dann haben sie mal ein bisschen Mineralwasser neu gemacht und ein bisschen Farbstoff. Also das ist alles da. 30 Minutes for Culture ist heute bei mir umbenannt in 30 Minutes for Culture. Habe ich organisiert für euch. Nein, Scherz natürlich. Freue mich ganz arg, dass ich da bin, dass es so Gelegenheiten noch gibt, vor so einem großen Publikum spielen zu dürfen. Meine erste Großveranstaltung im Jahr 2021. Bin total heiß drauf, vor so vielen Leuten zu spielen. Also dahinter hockt der Tonmann und da steht der Kameramann. Danke, dass ihr gekommen seid. Ohne dass ich mich habe von Kopf bis Fuß desinfizieren müsse. Ich werde versuchen, leise zu sprechen. Und das Mikrofon könnte er danach dem Gesundheitsministerium schicken. Gut, also ich freue mich, dass ich da bin und ich bin total begeistert, aufgeregt zu sein. Habe ich das nicht gedacht. Ein Kameramann, Tonmann, die machen das jeden Tag, die schlafen dann meistens auch hinten drauf. Ich muss ja nicht aufgeregt sein als Künstler. Bin trotzdem aufgeregt, weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe. Und weil ich auch nicht weiß, wann ich es wieder mache. Wenn vielleicht die Gemeinde Bürstadt oder die Gemeinde Biblis. Ihr wisst, das Ried ist bekannt für seine wunderbar ausgestattete Finanzlage der Gemeinden und Städte, sich bereit findet, mich dann auch zu engagieren. Nein, Lamberte war die erste Gemeinde, die gesagt hat, komm bitte für 30 Minutes, 30 Minuten für die Kultur und machst du noch mit? Aber ich sagte, ja klar, wie viel muss ich zahlen? Und dann haben wir das ausgemacht und dann jetzt bin ich halt heute oben. Aber so lange wollte ich jetzt gar nicht vorreden. Ich wollte euch was erzählen, jetzt mal ernsthaft, jetzt bin ich ganz ernsthaft. Normalerweise trete ich ja vor Publikum auf. Nicht? Und dann hocken hier Reihe, weiß die Leute praktisch. Jetzt nicht bloß, ich wiederhole mich, das ist schon euch geschlafen, Tontechniker hin und der Kameramann, sondern hocken Reihe, weiß die Leute und dann kommst du danach raus und begeistert und so. Weißt? Und dann begegnest du den Leuten dann auch draußen. Weißt? Dann am Stand, du hast nochmal so einen Verkaufsstand. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist, dass das so schön war. Auf jeden Fall normal ist es dann so, ja. Und auch wenn du über die Gasse laufst, dann erkennen sie dich. So war das früher, ja. Du warst als Künstler, warst du hoch angesehen. Du sagst, oh, guck mal, ein Künstler. Toll und hurra und der Chaco. Und dann sprechen dich die Leute an und dann fühlst du dich super. Inzwischen bist du systemirrelevant. Da denken sie, ach gut, Künstler, ja, will auch noch Hilfe. November Hilfe, im Februar, ich glaube, es hackt. Heute ist es dann anders. Aber damals, diese Begeisterung vom Publikum, die Leute, die ich dann angesprochen habe. Und das Tolle war, du hast gemerkt, dass du ein gewisses Niveau in deinem Publikum musst. Also die Ansage, die Frage, die dir entgegengebracht worden sind in der Öffentlichkeit, die haben schon ein gewisses Niveau gehabt. Ja, die Leute sind dann auf dich zugekommen und haben dann zu dir gesagt, also sie sind ja so groß, auf der Bühne waren sie noch so klein, wie kommt dann das? Nun, habe ich alles gesagt, darfst du auch nicht zu frech sein, du willst die Leute nicht verprellen. Dann habe ich gesagt, ja, so habe ich meine Mama gemacht, ich kann nichts dazu. Außerdem habe ich Plateauschuhe, oh, sehen Sie bloß nicht, weil das Plateau innen drin ist. Ja, dann war ich schon wieder zu frech. Weißt? Die ist dann abgebogen und denkt, komische Antwort, da gehen wir nicht mehr hin. Andere Leute kommen dann achterher, die kommen dann und stellen wirklich intelligente Fragen, weil sie sich in dich neu versetzt haben als Künstler. Die kommen dann und sagen, Sie haben so viel Text, Herr Dr. Habekost. Wie können sich das bloß alles merken? Und nun
den ich am liebsten sage, ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Mach ich natürlich nicht, mach ich nicht. Da hätte ich ihn auch verbrennt, wenn das sage, nicht. Da blöd die Antwort, da gehen wir zweimal nicht mehr hin. Das sind Fragen aus dem Publikum, die freuen mich. Das ist so Interaktion zwischen dem, was du machst und zwischen den Leuten, die dafür früher mal bezahlt haben, dass du das machst für sie. Und manchmal kamen dann auch Leute, die waren ein bisschen frecher. Ja, die kamen dann auf dich zu und sagten, sagen Sie, Sie sind Kabarettist? Sag ich, ja. Ach ja, interessant. Ja, und kann man da davon leben? Da habe ich früher immer so gesagt, ein bisschen süffisant. Ja, auf jeden Fall. Und nicht einmal schlecht. Und dann sagen die, ja, interessant, da können Sie davon leben. Ja, und was machen Sie tagsüber so? Und dann hätte ich ja nicht gesagt, tagsüber? Schlafe. Dann habe ich aber nicht gesagt. Ich habe dann gesagt, tagsüber, ja, wie Sie wissen doch, wir müssen eventuell auch noch und so weiter. Das war dummelt so. Das war schön. Da hat man so ein bisschen ironisch mit seinem Beruf spielen können. Und heute hat sich alles verändert. Heute ist es wirklich so, dass du tagsüber schlafen kannst. Und abends machst du sowieso nichts mehr, aber kannst du dafür nicht mehr leben. Ja, außer du kommst, wie gesagt, nach Lamperte für Thirsty, also 30 Minuten für die Kultur. Das ist auch so froh gewesen. Und die tollste Frage ist aber wirklich von Leuten, die, ja, die haben sich viel mehr in die Neuversätze kennen. Die waren einfach durchgemerkt, gewisses intellektuelles Niveau haben die gehabt. Niveau? Wissen ja sowieso, Niveau ist so für einen Kurpelzer eher so ein Fragewort. Niveau? Und wenn er keins findet, macht er ohne weiter. Also die Leute haben wirklich ein gewisses Niveau gehabt. Und die sind dann auf mich zugekommen und hast schon gleich gemerkt, wie die dich angucken. Einfach, das war ein Blitzen in den Augen. So ein bisschen, ja, ich will nicht sagen intellektueller, aber ein bisschen geistesblitzischer. Hast gleich gemerkt, ja, das sind Leute, die kommen mit was anderes auf dich zu. Die stehen dann vor dir und sagen, Herr Czako, was ich immer schon mal fragen wollte, wo kriegst denn du eigentlich immer deine scheiß Idee her? Ich habe nämlich gesagt, guck dich mal an. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber wenn ich das gemacht hätte, hätte ich umgedreht. Da gehen wir dreimal nicht mehr hin. Hätte dann gleich gesagt, weißt? Aber das nur, um euch mal zu zeigen, was früher ein Austausch stattgefunden hat zwischen Publikum und Künstler und so. Das war, da warst du einfach ins normale Leben integriert als Künstler. Nicht? Und heute halt nicht mehr so. Dann hockst, ja, ich will jetzt nicht dauernd auf die Tränen drücken, sonst klicken sich die Letzten, die jetzt noch dabei sind, auch noch fort. Es war einfach so, ich wollte euch nochmal dieses Gefühl vermitteln, wie das ist, wenn du vor Leuten spielst. Also wenn dein Beruf einen Sinn macht, wenn praktisch du das Lachen direkt husch. Jetzt praktisch, also Leute, die dir diese Schwingung, diese Aurora, diese Gemeinschaftsgefühlstätigkeit, die du da gemacht hast. Eigentlich hast du ja was Sinnvolles gemacht für die Gesellschaft. Nicht? Und das war so schön, wenn du dann so ein lachendes Publikum vor dir hockst, so ganz die Halle, und hurra, das war ein unvergleichliches Gefühl. Allerdings muss ich sagen, damals war es auch schon so, dass wenn du so beleuchtet worden bist, so von deinen Scheinwerfern, hast du vielleicht gerade so die erste zwei, drei Reihe gesehen. Und von denen hast du praktisch abmessen müssen oder kennen, wie die Stimmung im Gesamtsaal ist, weil der Rest hast du nur akustisch gehört. So, oh, Brot und Lach und hurra. Und dann hast du dich geil gefühlt und dann hast du so geguckt in der ersten drei Reihe so und plötzlich hast du einen gesehen, der hat anders geguckt wie die anderen. Und du hast genau gesehen, was der fühlt. Das war dem praktisch oben auf der Stirn gestanden. Ich lach nicht. Das gibt's ja nicht, her. Da hockt einer wieder und meistens hocken die weg, die meistens hocken die vorne. Vorne, also die erste zwei, drei Reihe. Da hinten hast du nicht gesehen. Kann sein, dass da einer hockt, aber da hinten war ein riesiger Akustik. Da hinten hocken die weg auf den billigen Plätzen halt. Aber vorne auf den teuren Plätzen. Ich lach nicht. Ich habe bezahlt. Ich kann machen, was ich will. Und dann hast du gedacht, okay. Und dann hat dich das plötzlich in deiner Ehre als Kabarettist, als Performer, hat dich das so angekratzt, dass du plötzlich angefangen hast, den überzeugen zu wollen. Du hast gegen den gekämpft. Die anderen haben das nicht gemerkt, aber du hast Gas gegeben, nur dass du den endlich mal zum Verzieher seiner Mundwinkel bewegen kannst. Und hast du gemacht und gemacht und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Der hat alles nicht gelacht. Und dann hast du gedacht, hopp, jetzt noch einmal, weißt du, und dann hast du eine Hammerbeurende gehabt.
Ja, die kam ungefähr nach 2 Minuten nach deinem Programmbeginn. Und die huscht du auf den Zug rollen lassen. Du hast gewiss, gleich fliegt das Dach fort. Die ist auf den Zug gerollt, die Hammerpointe. Weißt? Du huscht die Pointe bei dem Ausgeschied und der... Schlag ich mir noch nicht. Daheim habe ich auch nichts zu lachen. Was ist denn da? Lachen, hä? Warst du fertig? Du hast schon weitergemacht. Aber eigentlich hast du die ganze Zeit nur gegen den gekämpft. Aber dann zum Schluss, ich meine, okay, du weißt aus Erfahrung, und das weißt du über die Jahre, als du das mitkriegst, es gibt Leute, die kennen nicht Lachen. Die täten gerne Lachen, aber die kennen halt nicht. Gibt's verschiedene Gründe. Gesichtslähmung, Liebeträgheit, Zwerchfellmauser. Ja, manche Männer haben auch keinen Keller daheim. Ne? Wie sollen die jemals lachen lernen? Nicht? Du hast schon, manche Frau hat schon ihren Mann zum Baumarkt geschickt und sagt, geh mal zum OB, hol dir mal einen Keller. Dass du mal ein bisschen lachst. Also es gibt Leute, die kennen nicht Lachen. Ja, aber bei dem war das so, ich weiß nicht, wie das bei dem war, aber die kennen wenigstens Klatschen, wo ich dann gedacht. Und dann habe ich weitergemacht und zum Schluss war die Begeisterung groß und die Leute haben aufgehört zu klatschen und yeah. Und da denke ich, jetzt hörst du alle, dann guckst du, ich klatsche nicht. Ich hab's am Herd, ich kann gar nicht klatschen, ich darf gar nicht klatschen. Hör, da guckst du. Dann warst du fertig. Die Leute sind aufgestanden, sind fröhlich heimgelaufen, haben einen super Ofen gehabt, aber du warst fertig mit der Welt. Du warst total fertig. Du bist zurückgekrochen in der Garderobe. Und du hast zum ersten Mal ganz perverse Sachen gedenkt. Zum ersten Mal hast du gedenkt, dann schon lieber ein Saarländer in der ersten Reihe. So. Ja gut, das könnte sein, was anderes. Ich muss jetzt kein Saarländer sein. Falls jetzt zufälligerweise ein Saarländer sich da neu geklickt hat, dann dich habe ich nicht gemeint. Es ist jetzt nur so Klischee. Ja, wenn ich jetzt nicht in Lambert auftrete, dann ich vielleicht sagen, ach, einer aus dem Ried. Nein, falsch. Nicht wegklicken, bitte, bleib doch noch da. Nicht wegklicken, pass mal auf. Ich will einen kurzen Schluck nehmen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir zusammenbleiben. Ja, ich sehe es zwar nicht, wer sich später wegklickt, aber ich gebe zumindest alles, dass es nicht passiert. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, wegen der Krise und so, ich habe es ein bisschen angedeutet, man will das auch nicht zu viel machen. Man macht sich ja eigentlich jetzt schon Gedanken als Künstler, was macht man, wenn das Ganze wieder aufgeht? Also wenn das dabische Virus irgendwann einmal, dann willst du wieder ein normales Leben zurückhaben. Und von dem normalen Leben, wenn mir früher einer gesagt hat, du sehnst dich nach Normalität, hätte ich gesagt, bist du blöd? Ich will keine Normalität, ich will Rambazamba, Rucki-Tucki. Ja, heute sehnst du dich nach Normalität. Und du denkst, die Normalität ist eine Orgie, die alle Menschen feiern sollte. So Gefühl hast du heute da, weißt? Und dann fragst du dich halt schon, was machst du dann mal, wenn es wieder aufgeht? Was für Programm? Was wollen die Leute hören? Und dann hast du 2 Extreme. Du könntest denken, ja, die wollen das bewältigen, Corona und was da alles war. Und dann wollen sie drüber lachen und dann spülen die das raus aus ihrem System. Danach liegen sie sich in der Ärme, knutschen sich ab, trinken aus ihren Schuppengläser und sind einfach resistent. Oder das andere Extrem wäre, dass sie gar nichts mehr über das scheiß Virus hören wollen, weil sie die ganze Zeit, jeden Abend, jeden Tag zugeballert worden sind mit dem Thema. Ist schwierig. Aber im Moment sind wir ja noch mitten drin. Und deswegen wollte ich euch erzählen, wie es mir gegangen ist. Ich als armer Künstler, schon beim ersten Lockdown hat es angefangen. Ich frage schon dich, wie willst du das bewältigen? Und ich habe verschiedene Strategien entwickelt, wie ich durch diesen Lockdown komme. Beim ersten schon. Und da hat es schon nicht geklappt. Also jetzt beim zweiten ist es auch schon hart. Aber es gibt gewisse Sachen, die kannst du machen, die halten dich in so einem psychologischen Gleichgewicht. Ich habe zum Beispiel unheimlich viel Bücher gelesen. Das machen ja viel. Jetzt habe ich Zeit, Bücher zu lesen. Und ich habe aber extra nicht so Romane gelesen, sondern so Lebenshilfebücher, die dir ein bisschen helfen. Also ganz tolle Sachen wie Sorge dich nicht, lebe, die Kraft des Augenblicks, das Ziel ist im Weg, Sex, das missverstandene Geschenk, habe ich dann später weggelegt. Das waren Bücher, die haben mir jetzt, ehrlich gesagt, nicht weitergeholfen. Und dann habe ich weitergebaggert und weitergemacht und gesagt, irgendwo musst du doch ein bisschen Halt, ein bisschen Orientierung herkriegen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass eigentlich bei uns, in unserer regionalen Kultur, Pals, Kurpals, Ried, kennen ja alle, praktisch hysterisch gesehen, zusammen von der Spruch her sowieso, dass da schon innewohnend in der Volkskultur so kluge Sprüche sind, die helfen dir wirklich weiter. Da gibt es ganz tolle Sprüche. Zum Beispiel diesen alten Pelzerspruch, wenn du Druck hast und wenn du das nicht haben willst, dann sagst du, kennt Schnaus, wo kein Loch ist.
Ist das nicht ein harter Spruch? Der ist praktisch damals schon entwickelt vor hunderte von Jahren für die Pandemie von jetzt. Weißt? Wenn einer sagt, Lockdown, sagt der Penzer, kennst du nicht aus, wo kein Loch ist? Weil selbst wenn du ein Loch hättest, könntest du trotzdem nicht raus, weil du darfst ja nicht. Ja. Zumindest nur mit der Kernfamilie das Loch raus. Ne? Super Spruch, um dir mal ein bisschen Mut zu machen. Ne? Was auch ein guter Spruch ist, der kommt in Elvenfels vor, in dem Roman, wo ich mit meiner Frau zusammengeschrieben habe, dieses imaginäre Pelzerdorf. Die haben einen Spruch, der bringt sie durch dick und dünn, durch schlecht und gut. Der heißt, es kommt, wie es kommt. Und wenn es nicht kommt, kommt es halt anders da. Ein herrlicher Spruch. Der funktioniert immer. Der kann dich in so einem Gleichgewicht halten. Weißt, so ein gewisses seelisches Gleichgewicht. Es kommt, wie es kommt. Wenn nicht kommt, kommt es halt anders da. Aber der tollste Spruch, und den kennt wirklich jeder, bloß den musst du jetzt mal richtig aufwenden, jetzt gerade in der Zeit, den kennt jeder, ganz alter, traditioneller Kurpelzer-Pelzerspruch. Und ist das Leben noch so trieb, immer hoch die Gele rieb. Ist das nicht ein herrlicher Spruch, oder? Ja, das ist simpel, habe ich schon tausendmal gehört, aber der passt doch jetzt besser wie noch nie. Achso, für die Leute, die es nicht kennen, jetzt das Pelzische, wir haben jetzt versucht, die ganze Zeit Untertitel mitlaufen zu lassen. Ja, hat sich jetzt die Stadt Lamberde nicht leichter kennen. Habe ich gesagt, gut, dann lassen wir es halt. Also dann müsst ihr euch halt Freunde suchen, die euch das simultan übersetzen. Also, und ist das Leben noch so trieb, immer hoch die Gele reb? Übersetzt könnte es heißen, und ist das Leben noch so trübe, immer hoch die Mohrenrübe? Nee, jetzt habe ich das falsch gesagt. Mohrenrübe, das geht nicht. Das geht halt nicht mehr. Das ist jetzt nicht rassistisch gemeint. Also nicht, dass er falsch sagt. Mohrrübe habe ich gemeint. Aber selbst in der Mohrrübe steckt ja der Mohr schon drin. Also wir sagen Gelerieb, ja, um das sicher zu machen. Sonst haben wir uns gleich in den Mohrrübe. Nein, Gelerieb. Also ich sage es nochmal. Ist das Leben noch so trieb, immer hoch die Gelerieb. Super. Und dann gibt es noch einen Spruch in unserer Volkskultur. Der ist der Beste. Der ist der Beste, um den inneren Druck rauszulassen, um den einfach mal weg und wegfließen zu lassen. Und dieser eine Spruch, der besteht eigentlich nur aus einem Wort. Eigentlich besteht er nur aus einem Laut. Ich möchte sagen, das ist der kürzeste, ich will nur sagen, psychologische Befreiungsspruch, den es gibt in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und das ist, wenn man irgendwas nicht haben will. Als Kurpelzer, als Pelzer, was sagt man da? Das ist doch herrlich, oder? Das ist praktisch wie nein, ich möchte es nicht, geh mal fort, ja, komm nicht wieder, ja, komm, geh fort. Das ist genauso was, ein Paradoxon. Ja, in drei Worte das Kommen und das Gehen ausgedrückt, komm, geh fort. Das müsst ihr mal machen. Normalerweise, wenn jetzt hier hunderte von Leuten sitzen, die und nicht bloß der Eugeschlafene und der noch durchsteht. Entschuldigung, die sind schon noch wach. Aber normal hocken jetzt hunderte von Leuten und ich stehe sage, hopp, das machen wir jetzt mal zusammen. Zur psychologischen Reinigung, zur Seelenmassage. Machen wir mal. Das probiere ich jetzt mal. Ja. Da hinten hockt jetzt mein Tontechniker und hier ist mein zitternder Videoman. Nein, er hat ganz ruhige Hand. Also ich sage jetzt mal auf drei. Sagen wir mal, und befreit euch mal. Ja. 1, 2, 3. Ja, super. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gemerkt? Hä? Das kommt von ganz tief innen raus. Wenn ihr wollt, macht es mal daheim. Macht es mal daheim. Ihr könnt danach euren Bildschirm freiwischen. Es muss praktisch von unten rauskommen. Wenn du das brauchst, dann machst du. Das kommt toll. Gerade oben Tagesschau. Spahn, Wahnsinn, Spahnsinn. Das ganze Ding. Drosten, Hämmer. Ja, Trump. Das ist befreit, kann ich das sagen. Unfassbar. Und das hat mir auch geholfen. Manchmal an schlechten Tagen. Stehe ich morgens auf. Dann denkst du, oh Gott. Ich habe keine Lust aufzustehen. Dann schleppst du dich raus, gehst aufs Klo und dann kommt das wieder. Halt, positiv denken. Positiv denken. Ja, das habe ich auch gelesen, so ein Buch. Du musst praktisch an dich glauben, du musst dich gut fühlen. Dann habe ich mich vor den Spiegel aufgestellt morgens. Gesagt, du bist gut. Du bist toll. Du siehst gut aus. Du bist gut drauf. Du bist super. Das wird ein herrlicher Tag. Der Tag gehört dir. Du darfst nicht raus. Du hast kein Restaurant, aber du hast Schnaps im Keller. Los, der Tag gehört dir. Ich bin schon aufgestellt und gesagt, ja, der Tag gehört mir. Habe ich schon gemacht. Ja, ach Gott, war das geil. Es war ein super Gefühl. Ich habe gesagt, ja, jetzt kannst du diesen Tag in der Pandemie, scheißegal, bewältigen. Dann drehe ich mich rum. In der Tür im Bad steht meine Frau. Der Kopf so gegen den Türrahmen gelehnt und sagt, du... Ich glaube, die Welt geht unter.
Jetzt bist du in dem Moment als Mann, als Beschützer, als Partner, als liebevoller Begleiter, Seelenverwandter gefragt, diese Frau aufzurichten. Dann habe ich mich hingestellt, habe ich gesagt, was ist denn los? Ja, ich glaube, die Welt geht unter. Ich habe gesagt, warum? Überleg doch mal. Die Welt besteht seit Milliarden von Jahren. Warum ausgerechnet soll jetzt in den 80, 90 Jahren, wo wir auf dem Planet sind, warum ausgerechnet da soll die Welt untergehen? Mich gut gefühlt, das muss ich euch mal rausbringen, sowas, diesen Gesamtzusammenhang der Erdgeschichte, ja, in diesem Badezimmer, wenn die Frau sagt, und habe ich meine Frau angeguckt und habe gesagt, und? Ist egal, ich glaube trotzdem, dass die Welt untergeht. Dann bist du noch einmal gefordert. Dann habe ich so den Arm um sie gelegt und habe gesagt, oh. Das habe ich gelernt. Die Frau hat sich umgedreht, die wollte mir den Tag nicht mehr retten. Aber im Prinzip später, wo man es dann bewältigt habe, also ein paar Tage später, wo man miteinander gerettet habe, hat sie begriffen, was ich damit gemeint habe. Dieses Oh, das ist eine psychologische Befreiung. Und genauso ist es diese Art von Leben, was mir jetzt leben solle, das ist uns ja fremd. Weißt, dieses, ach, ich weiß auch nicht, alles, diese ganzen Einschränkungen, die betreffen jeden Menschen. Aber uns, Leute, die in der Region wohnen, ich sage jetzt mal in dem Delta, in der Metropolregion Rhein-Neckar, in den drei wunderbaren Südhessen, Ried, Kurpalz und Palz, das sind doch lebenslustige Leute. Verstehst du, wir sind da auf der Welt nicht zum Schaffen, sondern wir schaffen, um zu leben, aber nicht umgekehrt. Es gibt auch ein bisschen weiter südliche Leute, die leben, um zu schaffen, aber doch wir nicht. Wir schaffen, um zu leben. Und es ist plötzlich alles irgendwie in Vergessenheit gerade. Wir können nicht mehr. Und all das, was uns früher mal ausgezeichnet hat, an Lebenslust, an, dass man kann feiern. Plötzlich ist all das, worauf man sogar ein bisschen stolz war, gefährlich. Also es fängt schon an mit dem Dialekt. Ich habe jetzt den Dialekt, das rede ich jetzt schon seit ein paar Minuten. Aber ihr merkt es jetzt nicht, weil ihr weit genug weghockt, praktisch durch Glasfaserkabel, im besten Fall. Im schlechtesten Fall durch Telekom-Modems. Scherz, Scherz. Verbunden. Merkt ihr das vielleicht nicht so arg, aber dieser Dialekt, so wie wir den Dialekt babbeln, ist das eigentlich schon an sich eine, also wisst ihr, dieses husch, wasch, husch, pff, ha, hör mal auf, ha, pff, bam, dem, dies, oh, wasch, pff, ha, ist eigentlich eine Tröpfchenübertragung per se. Also der Dialekt an sich ist automatisch eine Virenschleuder, ob du es willst oder nicht. Ja, du kannst allein flüstern, du kannst als Kurpelzer flüstern, du schreist ja trotzdem. Ja, das, wo andere Menschen sagen, noch nicht so laut, hast du geflüstert, hat er aber gar nicht gemerkt. Ja, und das Gefühl, dieses, pah, das, da ist schon mancher Mundschutz einfach so weggeploppt, einfach nur durch diese innere wohnende Kraft, dieser Unterdruck, den wir entwickeln, um dann irgendwelche Laute rauszuschießen. Verstehst du, wir wollen ja auch ein bisschen, pah. Und das ist alles sehr feucht. Und das geht in einer Pandemie, wo es um Viren geht, gar nicht. Da, und erst recht mit 1,5 Meter Abstand, kannst du sowieso vergessen. 1,5 Meter Abstand, das hilft vielleicht irgendwelche Leute, die normal sprechen, tun. Weißt, da kommt dann das Virus raus und fällt auf den Boden. Ja, da ist der Abstand genug, aber bei uns nicht. Wenn wir noch babbeln, pass, da schießen die Dinger einfach so raus, verstehst du? Du musst in Deckung gehen, da brauchst du eigentlich noch einen Meter dazu. Das ist der kurpelzische Zusatzspuckmeter, den brauchst du. Hat glücklicherweise noch keiner gemerkt. Deswegen haben wir den Mundschutz immer da hinten fest genachelt, ne? Dass er nicht fortfliegt. Also da allein schon dieser wunderbare Dialekt, den ich mich schon verschrieben habe, das wissen wir ja. Denn, tja, kann man eigentlich nicht mehr so richtig mit gutem Gewissen babbeln, weil er eigentlich Tröpfchenübertragung ist. Das ist das Ende. Das andere kommt noch dazu, diese Geselligkeit. Die Geselligkeit, die uns auszeichnet, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern, vor Jahrhunderten, wo wir mal zusammengesessen sind, ohne Gedanken daran, dass irgendwas passieren könnte. Weißt du, wo du da hockst und man weiß fest und sagt, oh mein Gott, der Walder, und, läuft's, hä? Und der Walder sagt, ja, es läuft. Ja, genau, und wenn's nicht läuft, muss halt laufen, los, gell? Komm da, hock dich her, trink mal einer. Das geht nicht mehr. Das geht gar nicht mehr. Auf keinen Fall. Was jetzt auch gesagt ist Social Distancing. Mhm. Wobei ich unter uns, ich sage mal ganz ehrlich, das Wort Social Distancing ist zwar Englisch, aber es passt nicht. Es ist trotzdem blöd. Weißt? Weil Physical Distancing, ja, also physische Distanz, das brauchen wir schon, weil sonst überträgt sich das Ding, das weiß inzwischen jeder. Nicht? Aber doch kein Social Distancing, das wollen wir doch gerade nicht haben.
gerade in der Zeit, wo man immer mehr vereinsamt. Da willst du doch sozial zusammen sein. Ich meine, das hast du doch gemerkt, schon bei dem ersten Lockdown, wie es losgegangen ist, wie wir praktisch virtuell über die sozialen Medien, zum ersten Mal hat der Begriff überhaupt einen Sinn, zusammengerückt sind. Hast du gemerkt, wie du am Tag wunderbare Liebesbotschaften per WhatsApp gekriegt hast? Bilder mit Klopapier und so schöne Sachen und lustige Sprüche, irgendwie Pilze desinfizieren von innen. Ist lauter lustige Sachen. Und wenn du an einem Tag denselben Spruch 25.000 Mal geschickt kriegt hast von verschiedenen Leuten, dann weißt du, ja, Physical Distancing ist okay, aber Social, soziale Nähe, das ist so wichtig. Ganz arg wichtig. Wenn du das dann begriffen hast, dann hast du dich nach Nähe gesehnt. Und wenn du dann unten im Hof der Nachbar vorbeilaufen sehe, der Nachbar, der immer normal das Ohr abbabbelt, wo du immer ganz schnell abhaust, dann hast du die Nähe gesucht von dem. Hast du auf das Fenster aufgemacht und hast runtergerufen, einen liebevollen, pelzigen Gruß. Und? Und der war unten gestanden und war ganz überrascht, dass du ihn ansprichst, du bist so liebevoll, und hat zurückgerufen. Und? Dann hast du das Fenster zugemacht und hast dich gefreut, dass durch eine staatlich verordnete Kontaktsperre auf einmal so viele Liebesmomente entstehen, so viel körperliche Nähe nicht erlaubt ist, aber dadurch Seelenverwandtschaften entstehen, Nähe entsteht, obwohl eigentlich die körperliche Nähe nicht gewollt ist. Das ist so wunderbar. Deswegen Physical Distancing, yes, but Social Distancing, no. Dann müssen es irgendwie packen wir das schon. Und das ist so wichtig, dass wir das behalten, weil wir Menschen sind soziale Wesen. Wir können es nicht ewig irgendwo ungeleint in unserem Wohnzimmer da hocken machen. Irgendwann gehe ich kaputt, wenn wir auch noch schaffen. Und das Schlimmste ist ja, ich meine, ich rede die ganze Zeit über das Trinken und so, weißt du, da hockst du daheim. Also letztens war ich einmal, weißt du, wenn du in der Pals merkst, wann Lockdown ist, wenn du an den Glascontainer kommst, nachdem er gestern geleert war, ist und er ist schon wieder voll. Daran merkst du das. Und das Tolle ist, dass du dann andere Leute triffst. Das ist mir letztens wirklich passiert, weißt du? Ich hole dir den Kist raus mit einer leeren Flasche, stell dir hin, will gerade die Flasche, dann sehe ich den ganzen Glascontainer voll. Dann kommt der nächste angefahren, will auch, gucken wir uns gegenseitig an. Scheiß Corona, oder? Nur fahr schäm. Nur weißt du genau, auch das ist eine soziale Begegnung. Auch das ist ein liebevolles Miteinander. Du hast zwar das Wort Scheiß Corona benutzt, aber trotzdem warst du miteinander. Und das ist sowas, so eine Herzensangelegenheit, weißt du? In kurze, kleine Momente, die da passiert. Aber du musst halt aufpassen, dass du körperlich jetzt nicht auseinandergehst. Ich habe mir heute extra so eine Weste angezogen, die hinten so zusammengebunden ist, dass keiner merkt, dass ich während der Corona-Zeit doch, ja, ich bin Weinliebhaber, das gebe ich zu. Und du findest halt immer gute Entschuldigungen, Wein zu trinken, aber jetzt während dem Lockdown noch mehr, wie sonst. Nicht? Weil ich kann schon nirgendwo mehr hingehen, um ein Mineralwasser zu trinken. Also bleibst du daheim und trinkst Wein. Und deswegen musst du dagegen arbeiten, also ein bisschen Sport. Kannst du auch nicht mehr in die Fitnessstudios gehen, die sind ja auch zu. Also bleibst du daheim, ein bisschen Sport. Habe ich mal dann vorgesorgt, habe ich mal Handeln bestellt. Was meinst du, wie der Bode gekommen ist, der Paketbode? Der Fahrstuhl war kaputt. Ich wohne im zweiten Stock. Was meinst du, wie der geschnauft hat? Habe ich gesagt, gell, ein bisschen was für die Fitness? Ist dreckig. Nee, die schaffen so viel, die Jungs, ja. Hat auf jeden Fall das Paket hingestellt und dann seitdem steht es da. Ich wollte einfach mal nur gucken, nein. Also, Scherz. Handel habe ich probiert, machst du dann daheim doch nicht. Weißt, was gibt es da anderes noch? Dann habe ich so einen YouTube-Kurs angefangen, Golfing at Home. Was meinst du, wie das gescheppert hat in der Nachbarschaft? Her. Ja. Ich auf dem Balkon gestanden und dann habe ich dann aufgehört nach zwei Abschlägen und was gab es noch? Dann ein bisschen Jogging habe ich dann versucht. Jogging ist ja gut. Und, aber ich sagte, unter dieser Maske kann ich einfach nicht atmen. Weißt? Und du musst im Wald auch darauf achten, dass du Abstand hältst. Gerade jetzt. Ja, wenn, also jetzt fällt ein bisschen Schnee, dann rennen sie alle raus. Schnee! Weißt? Und dann hockst du plötzlich da mit der Masse. Und dann gibt es so Mitmenschen von uns, die sind ja sehr, wie soll man sagen, sehr tolerant. Das sind diese Leute, die mit Metermaß durch den Wald rennen. Weißt? Die haben so ein Metermaß, 1,50 Meter abgespannt. Ja? Und wenn dann an so einem engen Pfad am Metermaß hängen bleibst, sagen, ich zeig sie an. Ja, Abstand halten.
Da kommt dann dieses deutsche Blockwart-Syndrom so ein bisschen raus. Jetzt nicht bei allen, aber bei so ein paar, die leben sich so aus. Ja, die sehen diesen Mensch, ich will den Namen jetzt nicht nennen, mit der Flieg, der immer in jeder Talkshow ist und sagt, oh, die Apokalypse wird kommen, ihr werdet sehen, wir müssen -5. Eine Inzidenz von, will ich alles nicht erzählen, aber ihr wisst, wenn ich meine, der Angstmacher da. Ne? Der Angstmacher, der immer sagt, oh ja, ja, so einer, der läuft durch den Wald mit 1,5. Ich zeige sie an. Und dann musst du genau gucken, deswegen, um das zu verhindern, habe ich praktisch beim Jogging so eine Maske auf, dass mir das gar nicht passiert, konnte ich auch nicht machen. Mit Maske konnte ich nicht atmen. Das ist auch nichts. Und dann habe ich versucht, Waldbaden, habe ich so Bäume umarmt. Habe ich alles probiert, das ist irgendwie alles nichts. Aber im Endeffekt weiß ich dann doch, was ich am liebsten mache. Ich habe mir dann 3 Sportarten rausgesucht, die ziehe ich jetzt seit Wochen schon durch. Schucke mich dann in die Wohnung, sage ich so, heute Abend ist Sport. Und meine Lieblingssportart ist Riesling-Scholling, Couch-Knautsch-Ranserobic und Netflix-Zumba. Ja. Jeder so, wie er es halt kommt. Nicht? Also, so will ich dich jetzt zu sagen. Wir werden es irgendwie schaffen, durch die Krise zu kommen. Gell? Und ein bisschen Spaß darf man doch auch machen, müssen, solle, dürfe. Oder weil ohne Spaß macht's Leben halt auch keinen Spaß. Und ohne Spaßmacher macht's Leben noch viel weniger Spaß. Natürlich sind wir nicht so systemrelevant wie im Moment eine Krankenschwester oder eine Supermarktkassiererin. Aber ich glaube, wenn wir gar nicht mehr tot wären, dann würde das Leben weiter funktionieren, aber es dir da keinen Spaß machen. Will ich mich meinen. Und deswegen bedanke ich mich schon mal ganz arg bei der Stadt Lambarde, dass sie mir die Gelegenheit gegeben hat, heute das zu machen, dass ihr zugehört habt, nicht weggeklickt habt, hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir uns bald irgendwann sehen. In großer Halle, in dieser wunderbaren Halle hier in Lambarde, wo nicht bloß der inzwischen wieder aufgewachte Tontechniker und der immer noch wacker seinem Mann stehende Videoman hocke, sondern hunderte von Leuten, die lachen und sagen, ich lach. Wie ich mich mein? Macht's gut.